Der Untergang der Republik ist gekoppelt an den Klonen. Darth Sidious' Plan, der jahrelang nahezu verborgen blieb, ließ im entscheidenden Moment die Falle zuschnappen. Die Jedi, Seite an Seite mit den treuen Soldaten kämpfend, wurden mit einem Schlag fast vollständig ausgelöscht. Wir alle kennen die berühmte Szene, die uns jedes Mal aufs neue Gänsehaut bereitet. Unsere Demokratie aus der weit, weit entfernten Galaxis mit den heroischen Kämpfern, den Hütern des Friedens, innerhalb weniger Minuten umgekrempelt in das erste galaktische Imperium. Der Anfang des dunklen Zeitalters. Viele von euch haben sich gefragt, wie diese Schlüsselszene, dieser Moment der Wahrheit stattgefunden haben muss. Hat Palpatine jetzt von schrecklichen Narben durchzogen jeden einzelnen Klonkommander persönlich angefunkt? Das möchten wir euch heute ein für alle Mal beantworten. Wenn ihr noch kein Teil der 212. seid, lasst jetzt ein Abo da. Unsere Community ist für jeden Star Wars Fan. Damit einhergehend der größte deutschsprachige Discord Star Wars Server. Tretet noch heute unserem Discord-Server bei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf euch. Um direkt die erste Frage zu beantworten, Palpatine hat nicht jeden Commander einzeln angefunkt. Um genau zu sein, es waren lediglich drei Klon-Commander, die das Klonprotokoll 66 mit eigenen Namen erfuhren. Cody, Grey und Rex. Bei letzterem sei gesagt, onscreen haben wir die persönliche Nachricht nicht sehen dürfen. Es gibt dafür aber einen guten Grund, der uns sicher macht, warum Commander Rex persönlich vom Imperator kontaktiert wurde. Weiter können es allerdings noch mehr Anführer sein. Warum? Das erfahrt ihr später. Den Grund für diese drei persönlichen Befehle schauen wir uns jetzt näher an. Commander Cody, Marschallkommandant, Anführer des 212. Angriffsbataillons und des 7. Sky Corps. Er diente direkt unter General Kenobi. Obi-Wan, der Jedi-Meister, der die schwierigste Aufgabe von seinem Lehrer Qui-Gon erhielt, den Auserwählten zu unterweisen. Er war die Brücke zur hellen Seite. Er war dafür verantwortlich, ob Anakin der dunklen Seite verfallen würde. Palpatine wusste das. Anakin war fundamental, von größter Wichtigkeit. Anakin sollte nämlich sein neuer Schüler werden. Nichts, aber auch rein gar nichts durfte dem dazwischenkommen. In zahlreichen Situationen werden wir deswegen Zeugen davon, wie er den jungen Skywalker gegen seinen Meister und den Orden ausspielte. Er wollte sogar, dass Obi-Wan auf Dokus Schlachtschiff zurückgelassen wird, als dieser ohnmächtig war. Er sollte hier sterben. Palpatines Gründe sind also kristallklar, der Befehl durfte nicht scheitern. Nichts durfte zwischen ihm und den Klonen kommen, zwischen ihm und Commander Cody, um das gesamte 212. Bataillon und das 7. Star Corps auf Utapau gegen den Bruder und Meister von Anakin zu stellen, gegen Obi-Wan Kenobi. Doch was ist mit Commander Grey? Wir kennen dessen Geschichte, der aufopferndste Klon der Republik. In unserer Klonvorstellungsreihe habt ihr die Geschichte von diesem tapferen Soldaten kennengelernt. Deepa Bilaba, Meisterin von Caleb Doom, später bekannt als Kanan Jarrus, war die Generälin von diesem Klon. War sie wirklich ein Dorn im Auge Palpatines? Hätte sie die Geschichte von Anakin Skywalker verändern können? Nein, natürlich nicht. Aber sie gehörte dem Rat der Jedi an, den weisesten und mächtigsten Friedenshütern. Hier verstehen wir zwei wichtige Dinge bzw. Ansätze zur Erklärung. Erstens, Mitglieder vom Hohen Rat der Jedi standen auf der Todesliste deutlich höher und wurden so von Palpatine priorisiert. Wir können also davon ausgehen, dass zumindest die meisten anderen Klon-Commander von Ratsmitgliedern persönlich kontaktiert wurden. Natürlich können wir uns nicht sicher sein, wie der Fall Plo Koon es uns ganz deutlich zeigt. Allerdings weisen die Argumente darauf hin, wie wir gerade gesehen haben, dass Palpatine bei wichtigen Jedi persönlich beim Ausruf beteiligt gewesen war. Bei Grey sind wir uns sicher, für Großmeister Yoda muss Sidious den Commander mit eigenen Worten kontaktiert haben. Zweitens, es liegt schlichtweg am Comic. Die Geschichten werden zwar immer von der Lucasfilm eigenen Story Group abgesegnet, dennoch haben die Autoren eine gewisse Freiheit beim Schreiben. Es ist also gut möglich, dass dies der Grund dafür ist, dass Commander Grey persönlich kontaktiert wurde. Das würde Palpatines Gründe für bestimmte Befehlsausrufe allerdings unserer Meinung nach ruinieren und schlichtweg keinen Sinn ergeben. Außer Meisterin Bilaba war ein absoluter Dorn im Auge Palpatines, aus welchen Gründen auch immer. Für die Geschichte finden wir den ersten Ansatz also deutlich schöner und glücklicherweise ist das auch kanonkompatibel. Bei Commander Rex sehen wir zwar nicht, wie sein Name von Palpatine ausgesprochen wird, das hat aber einen besonderen Grund.
Sowohl im Englischen als auch im Deutschen wurde die originale Voiceline aus dem Film Episode 3 benutzt. Hören wir uns das Ganze genauer an, erkennen wir das direkt. Im Englischen ist es zudem so, dass Kanzler Palpatine in Star Wars The Clone Wars der Serie nicht von Ian McDiarmid gespielt wurde, dem eigentlichen Schauspieler des Imperators. Dave Filoni, der Macher von Clone Wars, hat damit eine direkte Verbindung zwischen der Serie und dem Film sichergestellt. Sowohl vom Gefühl der Zuschauer, weil uns die Tonlage und Stimme so vertraut ist, als auch auf abschließender und zusammenfassender Ebene. Star Wars The Clone Wars gehört zum Kanon und erweitert die Geschichte. So verstehen wir, es gibt keine Aufnahmen vom Namen Commander Rex, da dieser zur Entstehung von Episode 3 noch gar nicht existiert hat. Trotzdem wird er persönlich zum Holotisch beordert. Die Pausen zwischen dem Befehl und der Annahme machen uns klar, dass er hier tatsächlich eine direkte Verbindung zum Senatsgebäude und damit Palpatine hat. Der Imperator wartet sogar ab, er stellt sicher, dass Rex den Befehl annimmt. Anders als bei den anderen Commandern und Soldaten, bei dem der Befehl nur entgegengenommen werden konnte. Der Grund ist natürlich Ahsoka. Neben Obi-Wan ist sie die einzige, die Anakin hätte retten können. Eher sogar noch, da sie ihm auf persönlicher Ebene deutlich näher stand. Beide waren vom Orden enttäuscht. Ahsoka war Anakins ehemaliger Padawan. Im Gegensatz zu Obi-Wan war der Auserwählte nie wirklich wütend auf sie, nie so frustriert. Das ist natürlich klar. Obi-Wan war die Lehrerfigur, der Sündenbock für Anakins Versagen. Dafür, dass er abgebremst wurde, wie er selbst in Episode 2 so frustriert sagt. Ahsoka, die Schülerin, war Anakin verdammt ähnlich. Spontan, leidenschaftlich. Anakin Snips. Und deswegen eine große Gefahr. Wie wir wissen, war auch Maul auf der Todesliste, die Gründe dafür kennen wir auch. Er war Darth Sidious nur noch ein Stein im Weg. Ein Stein, der beseitigt werden musste.